Ja, schönen guten Morgen allerseits. Start in die neue Woche. Das ist die 22. Ausgabe des Coronomics Podcasts, wie immer mit Christian Bayer. Schönen guten Morgen nach Bonn. Guten Guten Tag. Morgen, Rüdiger, guten Tag. Und heute wagen wir uns sozusagen außerhalb unserer Komfortzone, der ökonomischen Komfortzone, und sprechen mit Carlo Massala, der Professor für internationale Politik an der Bundeswehr-Universität in München ist. Wir freuen uns ganz herzlich und wollen ein bisschen zum Thema sozusagen International Relations, internationale Beziehungen, ja, während und vor allem wahrscheinlich auch nach der Corona-Krise mit ihm sprechen. Er ist da ein Experte, er ist sehr aktiv, auch auf Twitter, zum Teil auch overlappend mit unserem deutschen Econ-Twitter, immer wieder dabei. Von daher wird er einigen von euch schon bekannt sein. Ganz herzlichen Dank, Carlo, dass du heute mit dabei bist. Rüdiger Christian, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Fühle mich wirklich sehr geehrt, von Ökonomen eingeladen zu werden. Ja, Ich freue mich auch. wir freuen uns und wir sind geehrt, dass du dabei bist. Okay, ja, wir haben natürlich ein Vorgespräch gemacht und du hast so einige Punkte schon aufgeführt, die dir besonders wichtig sind. Schieß einfach mal los und dann kommen wir sicher ins Gespräch. Ja, okay, ich mache mal einen Auftakt. Punchline ist, wir haben unglaublich viele Diskussionen jetzt in Thinktanks, aber auch unter Journalisten, dass sozusagen im Bereich der internationalen Politik, auch in anderen Bereichen, aber ich bleibe jetzt mal bei der internationalen Politik, nach Corona alles anders werden wird, als wir es bisher gekannt haben. Und hier kommen so zwei Sachen auf. Natürlich kann man fantasieren über das, was man haben will. Ja. Und Gibt's das auch bei Zweite ist, Ökonomen übrigens. Das kommt mir bekannt vor. und das Zweite ist, dass sich hier mal wieder zeigt, wenn man nicht vernünftig irgendwie theoretisch ausgebildet ist, dann ist es schwer, über die Zukunft zu reden. Weil wir alle natürlich nicht wissen, was passieren wird nach Corona, auch im Bereich der internationalen Politik ist nicht. Aber man kann, wie ich finde, begründete Annahmen treffen. Und meine begründeten Annahmen lauten, bereits Corona zeigt jetzt, dass sich in der internationalen Politik nichts geändert hat und substanziell auch in Zukunft nichts ändern wird. Weil was zeigt Corona jetzt? Wenn man wie ich davon ausgeht, dass internationale Politik hauptsächlich in einem anarchischen Selbsthilfesystem stattfindet, das heißt also in einem internationalen System, in dem es keine den Staaten übergeordnete Gewalt gibt, die sozusagen Regelverletzungen überwacht, Regelverletzungen sanktioniert, in denen die Staaten eigentlich selbst für die fundamentalen Aufgaben des Staates sorgen müssen. Es gibt keine internationale Arbeitsteilung. Dass Staaten aufgrund dieser Tatsache, dass sie für ihre Sicherheit, sowohl die ökonomische, aber auch die militärische Sicherheit selbst sorgen müssen, dann zeigt sich bereits jetzt in dieser Corona-Krise, dass sich eigentlich fundamental nichts geändert hat, sondern dass die schlimmsten Auswüchse dieses internationalen Systems deutlich zum Vorschein kommen. Nämlich, multilaterale Kooperation ist extrem geschwächt. Warum? Weil Staaten jetzt natürlich erstmal darauf gucken, dass sie selbst gut oder am besten durch diese Krise kommen. Und da gibt es natürlich diese anekdotischen Evidenzen von Schutzmasken, die irgendwo konfisziert werden, von Staaten, die anderen Staaten Schutzmasken wegkaufen. Das sind so die kleinen Dinge, aber die zeigen letzten Endes nur, sozusagen in meiner theoretischen Perspektive, dass Staaten rationale Egoisten sind. Und die stehen sich halt selbst am nächsten. Gut, Und das ist anders. natürlich, du hast natürlich, aber das würde ja bedeuten, dass das auch vorher schon so war. Ich meine, das ist, da würden einige sozusagen Multilateralismus-Anhänger oder Multilateralismus-Fans vielleicht zumindest vor Donald Trump, als Obama noch an der Macht war und als irgendwie alles gut war in den internationalen Beziehungen, stimmt natürlich nicht. Vermutlich würdest du dem auch nicht zustimmen. Nee, Aber absolut nicht. die Gegner würden ja sagen, es war, also wenn überhaupt ist, hat so die Corona-Krise eine Anti-Multilateralismus-Bewegung, also das wäre jetzt die Gegenposition, erst in Ja. Gang sozusagen, also nur verstärkt, die eh schon vorher da war. Das würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht die Gegenthese, oder? Aber eben Ja. Nein, vorher da war sagen wir mal, ein Präsident Trump und ein Xi Jinping und solche Leute eben, also die schlechten, die Bösen auf der Welt sozusagen, ja, eh ausgelöst hatten. Und wenn wir nur noch unter Obama leben würden und mit Merkel und alles gut, ja, Putin gab es auch vorher schon, aber ja, okay.
Dann wäre Multilateralismus, also wenn wir sozusagen in dieser Welt mit Merkel und Obama und so weiter leben würden, dann wäre Multilateralismus weiterhin das, was Multilateralismus vor allen Dingen für große, mächtige Staaten. Also wir reden über die Staaten sozusagen, die die großen Entwicklungen im internationalen System bestimmen. Wir reden nicht von Luxemburg. Ne? Ja. Multilateralismus kein Selbstzweck, sondern Multilateralismus ist ein Instrument, das dann sozusagen zum Tragen kommt, wenn es den eigenen Interessen dieser Staaten dient. Und wir sehen seit 20 Jahren, und deswegen, weil du gerade Trump erwähnt hast, Trump ist der Exzess einer Tendenz, die wir zum Beispiel in der amerikanischen Außenpolitik spätestens seit Bill Clinton sehen. Mhm. Nämlich, dass die Amerikaner zunehmend skeptisch werden hinsichtlich multilateraler Institutionen, weil diese von den Amerikanern natürlich auch verlangen, dass sie Kompromisse machen sollen. Aber wenn man die einzig verbliebene Supermacht auf dieser Welt ist, dann fragt man sich, warum soll man eigentlich noch Kompromisse machen, wenn man den Rest selber machen kann. Von daher nichts Neues, was wir sehen, sondern jetzt natürlich nur sozusagen extrem beschleunigt durch Trump, extrem beschleunigt durch Corona. Und es wird nicht zu mehr Multilateralismus nach dem Ende von Corona kommen, weil die Grundproblematik halt die gleiche ist. Nämlich Multilateralismus ist ein Instrument, das man nutzt, wenn es den eigenen Interessen dient. Das heißt, wir können... Aber haben wir nicht natürlich im internationalen Umfeld wiederholte Interaktionen, wenn man an die Theorie wiederholter Spiele denkt, dann geht natürlich vieles, dann kann vieles gestützt werden durch, ich sage jetzt mal, Bestrafungsstrategien. Ja. Und so kann man natürlich auch über Multilateralismus nachdenken und man kann auch über die Europäische Union so nachdenken. Und die Frage ist, da gibt es eben schon Politikfehler, die man machen kann, die von der implizit vereinbarten Kooperationsstrategie abweichen und die dann eben zum Zerfall von solchen Strukturen führen können. Und da können auch wiederum andere daran interessiert sein, einen in diese Politikfehler zu locken, oder? Also sehen wir nicht ein Stück weit sowas, wenn jetzt... sozusagen Kuba sich in Italien als Helfer darstellt und China das tut und in der Lombardei die Lega Nord ganz explizit ein Land nicht erwähnt in ihrem Dankesvideo, nämlich Deutschland, dann werden da vielleicht auch, sagen wir mal, Verhaltensweisen, vielleicht nicht unmittelbar ideale Entscheidungen, in dem Sinne ideal, als dass sie dem, was man... was implizit die Norm vorher war, dass diese verletzt wurde, nämlich so eine Beistandsnorm, dass die dann genutzt werden eben auch für partikulare Interessen. Siehst du da nicht, dass die Dinge schon in die Richtung sich bewegen könnten hier? Ja, also der Schock ist so groß, dass man halt leicht Fehler macht. Ja, meine Frage wäre auch eher gewesen, meine Befürchtung ist eher gewesen, noch weniger Multilateralismus. Ich glaube auch nicht. Du sagst ja, es wird sicher nicht mehr geben, aber ich befürchte eher, dass es noch weniger geben wird und dass man noch nicht mal dann, wenn es rational ist, ja, also selbst wenn man das als rein instrumentell interpretiert, selbst dann, dass man die Fehler macht, die Christian anspricht, selbst dann, wenn es rational ist später, eben nicht mehr dahin zurückgehen kann, weil man jetzt die Trigger-Strategien, die Krims-Trigger-Strategien sozusagen auslöst, weil man ja. eben nicht kooperiert. Ja, also ich sag mal so, wenn ich sage, es wird nicht mehr geben, dann ist das sozusagen meine optimistische Annahme. Okay. Ja, meine okay, realistische gut. Annahme ist, es wird weniger geben. Gut, gut. Ja, es wird natürlich... Ich sage mal, nehmen wir mal das Beispiel Europäische Union. Ja. Ja? Ich schließe natürlich nicht aus, dass nach dem Ende von Covid man sich sozusagen im Rahmen von Ministerials zusammensetzen wird und so einige Bereiche der Gesundheitspolitik, die ja jetzt rein national sind, wo die Europäische Union ja kaum Kompetenzen hat, auf die Ebene der Europäischen Union heben wird mit Strukturen, Verfahren und Instrumenten, was man immer macht nach einer großen Krise der Europäischen Union. Das wird nur nicht bedeuten, dass, wenn es eine nächste Krise geben wird, wir nicht wieder dahin zurückfallen, wo wir jetzt gerade sind. Ja? Also sozusagen die Bereitschaft zu mehr Multilateralismus ist nicht gegeben. Und in der Tat ist das, was wir jetzt sehen, lässt eher vermuten, dass wir weniger Multilateralismus haben werden. Und wenn, wird es sozusagen nur so ein
wird es Face-Saving-Lösungen geben, okay, ja. Anstatt substanzielle Veränderungen mit Blick auf Kooperation. Ja, es wird eine europäische Pandemiebehörde geben, die aber dann am Ende doch nichts genau, machen irgendwie kann, sowas, ja. Irgendwie sowas. Genau, wobei man, ja gerade, wir haben ja auch im Podcast immer betont, ist ja in ökonomischer Sprache die Mutter aller Externalitäten. Das wäre ja eigentlich wirklich was, was auch europäisch zu lösen wäre. Also, und zwar denkt man, klar, was Pandemievorsorge angeht, also was weiß ich, Masken und Desinfektionsmittel irgendwo in einem Bunker zu horten, der macht ja keinen Sinn, denn das jedes der Mitgliedstaat macht, müsste man, sollte man europäisch organisieren, etc. etc. Aber ja, ich sehe deinen Punkt schon. Darf ich nochmal ein anderes ansprechen? Du sagst, das ist natürlich besonders mein Interesse als Doppelstaatsbürger, du sagst, die Amerikaner sind die letzte verbliebene Supermacht. Ja, Fragezeichen, wird sich das, klar, militärisch stimmt das natürlich immer, wird es immer erstmal so stimmen, ist klar, da sind die anderen noch weit weg, aber was ich meine, auch da wird sich da möglicherweise auch ein Trend vielleicht durch Covid noch beschleunigen, der schon da, vorher schon da war, eben unter der, ja, meiner Meinung nach fehlerhaften Außenpolitik von Donald Trump, dass die Amerikaner weiter an Bedeutung verlieren werden und zum Beispiel, also geopolitisch in Afrika, in anderen Ländern, die Chinesen weiter auftrumpfen werden, denn die gehen jetzt rein und helfen und wie siehst du das, wo siehst du Amerika durch Covid? Gibt es das auch wieder eine Trendverstärkung, was Neues? Wie geht es da weiter? Oder wird Amerika letztlich von vielen inzwischen als Failed State wahrgenommen? Ich meine, das ist, wenn man die, ja, wenn man die Berichterstattung in Deutschland, die Berichterstattung gerade in Deutschland oft liest über Amerika, dann hat man den Eindruck, man kann, ich verstehe das sogar inzwischen, ich meine, wenn man sich New York anguckt, auf der anderen Seite ist hier natürlich Amerika, wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, irgendwo im Mittelfeld, im europäischen Mittelfeld, sicher nicht so gut wie Deutschland da, aber geht Amerika als Gesamtes auch, das kann ja auch fast eigentlich gar nicht anders sein, weil Amerika letztlich eben ein Kontinent ist, man müsste Amerika eigentlich eher mit Europa vergleichen und die ganzen regionalen Heterogenitäten etc. Aber wie siehst du, wo geht Amerika hin? Also, das ist eine der interessantesten Überlegungen. Natürlich hatten wir sozusagen einen relativen Machtverlust der USA mit Blick auf China in den letzten, oder können wir in den letzten 10 Jahren beobachten. Ja? Und vor Covid war es meines Erachtens eine Frage der Zeit, bis wir zu einer ausgebildeten Bipolarität im internationalen System, also sozusagen eine chinesisch-amerikanische Bipolarität kommen. Ist die Frage, ob das jetzt noch 20 Jahre gedauert hätte, whatever, interessiert nicht. So, jetzt gibt es 2 Beobachtungen. Jetzt komme ich natürlich so ein bisschen in euer Gebiet. Die eine Beobachtung ist, ja, natürlich verlieren die USA an Macht, vor allen Dingen an ökonomischer Macht, relativ zu China, aber China verliert auch an ökonomischer Macht. Also es ist ja nicht so, dass die Chinesen gerade sozusagen ökonomisch alles richtig machen und keinerlei Konsequenzen zu tragen haben. Also von daher, ich sage mal, best case, es bleibt bei dem Verhältnis USA-China so, wie es vor Covid war. Nur sozusagen absolut haben beide weniger und relativ bleibt sozusagen dieses Verhältnis China und USA. Der zweite Punkt ist es nicht auszuschließen, und das ist jetzt so ein bisschen sozusagen das Glatteis, auf das ich mich bewege. Chinesische Außenpolitik der letzten Jahre, und da nehme ich jetzt mal Belt and Road, ja, ist natürlich extrem abhängig davon gewesen, dass die genügend Geld zur Verfügung gestellt haben, um Investitionen in Staaten zu tätigen. Das war ja das Interessante bei den Chinesen. Diese Kombination aus, wir bringen Geld, wir bringen Investitionen, wir bringen infrastrukturelle Projekte und wir verlangen von euch keine Änderung des politischen Systems. Das hat ja, das war das chinesische Erfolgsmodell in Afrika, teilweise auch so ein bisschen in Lateinamerika. Die Frage, die sich mir stellt, die ich nicht beantworten kann, werden die Chinesen in Zukunft noch das Geld dafür haben? Oder werden wir große infrastrukturelle Ruinen, also ich sage jetzt mal ein globales Mezzogiorno, wie damals in Italien in den 50er Jahren, überall dort, wo die Chinesen tätig sind. Wenn das der Fall sein wird, dann werden die Chinesen relativ zu den USA auch sogar noch verlieren. Also das muss man ganz einfach sagen. Dann wird die amerikanische Vormachtstellung auf der Welt weiterhin Bestand haben und sich nicht so schnell abschwächen oder ausgleichen mit den Chinesen, wie wir das vor Covid erwartet haben, alle. Gut, ökonomisch ist das Ganze natürlich finanziert durch den enormen Außenhandelsüberschuss der Chinesen. Ja, und das ist schon und die Frage, da ist nicht ganz klar, ja, genau. Ja, aber es kann in beide, es kann leicht genau, in beide das sage ich ja, gehen. Es ja, kann meine, in beide China, Richtungen wenn gehen. Sich, wenn sich China jetzt etwas schneller erholt als der Rest der Welt und
würde fast tippen, gegeben die Strategie, die sie gefahren haben, kann das gut kurzfristig auf jeden Fall sein. Ich meine, die haben weiterhin relativ starke Einschränkungen, wenn ich das richtig sehe, sagen wir mal auch für Schüler etc. Das sind aber langfristige Auswirkungen, wenn. Kurzfristig vermutlich sind die bald wieder dabei zu produzieren, zu exportieren und in der Zeit, in der andere Länder das eben nicht können und eben auf Hilfsleistung, aber auch auf Handel angewiesen sind. Ja. Das würde eher dafür sprechen, dass die Chinesen einen weiteren, größeren Handelsüberschuss betreiben, weil die anderen eben gerade... Das scheint mir aber sehr kurzfristig zu sein, Christian, weil in der langen Frist könnte es eher im Westen Deglobalisierungstendenzen geben. Es kann sein, dass es weiter sozusagen eine Remanufacturisierung der Amerikaner gibt. Das war, würde ist immer gewünscht gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das politisch eine Möglichkeit, ich rede jetzt nicht davon, ob das optimal ist oder ob die Überoptimalität, eine positive Analyse. Es könnte durchaus sein, dass die europäische Gemeinschaft so reagieren wird. Denn es gibt ja noch eine andere politische Erzählung, die ja jetzt gerade in den USA angefangen wird, nämlich die Chinesen sind schuld. Ja, ja, Ganzen, klar. Ne? Und klar. Die Frage ist, wie weit ist sozusagen Trump, alle republikanische Senatoren reden da schon, die Rechnung wird präsentiert, die Bild-Zeitung, glaube ich, schreibt auch inzwischen so in Deutschland. Ja, ja. Die Australier fordern ja jetzt schon einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss über die Frage Corona. Also es, immer mehr Staaten gehen auf dieses Narrativ ein, richtig, sozusagen der Haftbarmachung Chinas für diese, diese Pandemie. Und es könnte, also in Amerika befürchte ich zum Beispiel einen ähnlichen anti-asiatischen, anti-chinesischen Backlash, wie es zum Beispiel auch im Zweiten Weltkrieg gegenüber den Japanern passiert ist. Das halte ich für nicht ausgeschlossen. Das betrifft mich sogar persönlich ein bisschen. Wir sind zwar Gott sei Dank alle Staatsbürger, meine Frau ist nun mal chinesischstämmig. Mal abwarten, wie das eigentlich, ob es da nicht so ein Anti-Sino-Affekte gibt, die es latent eh in Amerika gibt, auch vorher schon. Halte ich für nicht ausgeschlossen. Aber ich glaube, selbst da bleibt aber die Frage, das betrifft vor allem die Volumina des Handels. Das kann gut sein, dass die Handelsvolumina zurückgehen. Aber ob das notwendigerweise Überschüsse und Defizite betrifft, das kann sein, dass sozusagen China dadurch schwere Nachteile hat, weil sie weniger vom internationalen Handel profitieren. Das muss aber nicht notwendigerweise Defizite betreffen. Nee, aber das ist sozusagen, was Christian jetzt gerade sagt, ist ja die offene Frage. Ne? Also ich sage, es sind zwei Szenarien. Das eine ist sozusagen, China wird wirtschaftlich geschwächt, nachhaltig, und dann haben wir sozusagen keine globale Machtverschiebung oder diesen Trend, den wir beobachten können in den letzten 10 bis 15 Jahren, der wird sich nicht fortsetzen. Oder die Chinesen kommen besser raus als die Amerikaner, dann wird sich der Trend fortsetzen. Es gibt aber noch einen dritten Punkt, und das ist sozusagen, ich sage das jetzt mal politikwissenschaftlich, weil ökonomisch weiß ich nicht, ob die makroökonomischen Daten dafür taugen. Wir hatten Ende der 80er Jahre eine intensive Diskussion über die Frage, werden die Amerikaner als weltweit führende Handelsmacht abgelöst durch die Japaner? Und im Prinzip kaum ein Mensch hat mehr was auf die Amerikaner gegeben. Und dann gab es sozusagen das große Buch von Joseph Nye, Bound to Lead. Und der einzige, glaube ich, war, der argumentiert hat, gebt die USA nicht auf. Ja? Und 1994 standen die USA dann plötzlich da mit einem ausgeglichenen Staatshaushalt. Das heißt, die Regenerationsfähigkeit, und das gilt aber natürlich auch für China, für große Flächenstaaten mit großer Bevölkerung sozusagen intern zu kompensieren, ist gegeben. Und da weiß ich nicht sozusagen, wie die Entwicklung in den Vereinigten Staaten nach Covid sein wird. Also das heißt, bei der Frage Amerika-China gibt es viele Unbekannte, bei denen wir schauen müssen, wie die sich in den nächsten, keine Ahnung, 5 bis 10 Jahren entwickeln werden. Ändert aber nicht an dem Prinzip, wir befinden uns in einer Phase der globalen Machtauseinandersetzung um sozusagen die Vorrangstellung in der Welt, USA, China. Und daran wird sich halt nach Covid auch nichts ändern. Das wird sich vielleicht möglicherweise sogar noch verschärfen, weil wir wissen, dass absteigende Mächte, also für den Fall, dass die Vereinigten Staaten noch schneller absteigen, als sie es relativ gesehen gegenwärtig machen, geneigt sind, auf solche Entwicklungen sehr aggressiv zu reagieren, um ihre Position zu stabilisieren. Dass aufsteigende Mächte irgendwann mal das Window of Opportunity sehen, noch aggressiver zu sein, weil sie sehen, dass sozusagen der Peer-Competitor um die globale Vormachtstellung einfach sehr schnell auf dem absteigenden Ast ist. Und auch hier würde ich sagen, egal wie die Entwicklung ausgeht, an der grundsätzlichen Konstante wird sich nichts ändern. Sie wird sozusagen bestehen bleiben. Globale, chinesisch-amerikanische, machtpolitische jetzt nicht nur sicherheitspolitisch, sondern auch ökonomisch,
Auseinandersetzung um die Vormachtstellung in der Welt. Was wir noch gar nicht berücksichtigt haben, denke ich, was meiner Meinung nach dann wieder in die Richtung Regenerationsfähigkeit beziehungsweise weiterhin, schreibt mir die Amerikaner nicht ab, ist eben der Kapitalmarkt. Ja, was wir jetzt auch sehen, ist, die Amerikaner sind immer noch die einzigen letztlich, die einen vernünftigen Kapitalmarkt bieten können, einen vernünftigen Safe-Haven-Kapitalmarkt bieten können. Wir sehen das, ja, haben wir mit Axel Dreher am Freitag besprochen, wie die Kapitalflucht ist in den amerikanischen Kapitalmarkt. Ja. Die Amerikaner werden also die hohen Staatsdefizite vermutlich ohne Probleme wieder mal finanzieren können, weil alle Welt da sparen will. Vielleicht, und das wird China eben nie bieten können, keiner kann das bieten, beziehungsweise das ist eben jetzt die Frage, und damit kommen wir vielleicht zum anderen Thema EU, über die Diskussion reden wir ja auch, ist die EU da möglicherweise, die EU hat ja immer mal wieder versucht zu sagen, einen zweiten Großkapitalmarkt aufzustellen. Einige wollen jetzt eben gerade gestern übers Wochenende gelesen, Corona-Bonds deshalb als sozusagen Beförderungsvehikel für einen europäischen Kapitalmarkt. Ich bin da skeptisch. Wenn, dann sollte man Corona-Bonds aus anderen Gründen machen, aber gut. Aber ist vielleicht ein ganz guter Pivot. Wie siehst du denn die EU hier? Denn das ist ja vielleicht, was auch den deutschen Hörern dann am allernächsten liegt. Also EU-Beziehung Russland, EU-Beziehung USA, EU-Beziehung Entwicklungsländer, EU-Beziehung China. Sind ja alles Pole, die man mitdenken muss. Und ja, dann vielleicht auch die interne. Und die interne Entwicklung, genau. Ja, aber ich glaube, das hängt beides miteinander zusammen. Also der Punkt ist, Ausgangslage ist schon seit langem, ist die EU zu groß und zu divers, um eine einheitliche Rolle in der internationalen Politik zu spielen. Es gibt seit langem diese Vorstellung, dass die EU ein eigenständiger Machtpol in diesen neuen internationalen Beziehungen sein soll. Ich glaube, das ist seit 2003 irgendwie in der Sicherheitsstrategie drin. Aber man muss ganz einfach sagen, dass sich die EU-Staaten mittlerweile so weit intern ausdifferenziert haben, dass sie kaum noch handlungsfähig sind mit Blick auf die Stärkung der EU als gemeinsamer Institution. Das gilt vor allen Dingen im außenpolitischen Bereich. Jetzt kommt noch natürlich dazu, dass wir auch so eine Art ordnungspolitischen Konflikt in der EU haben. Also wenn man sich ansieht, wie Ungarn und wie Polen diese Corona-Krise ausnutzen, um ihre internen autoritären Strukturen zu verfestigen und noch zu stärken, das wird über lange Zeit nicht gut gehen. Man wird die nicht ausschließen, aber natürlich werden die innerhalb der EU eine andere Politik betreiben als möglicherweise andere EU-Länder. Jetzt haben wir die EU als möglicherweise... Also das würdest du sagen, man wird die nicht ausschließen? Ich meine, was Ungarn gemacht hat, ist ja meiner... Also ich bin jetzt kein internationaler Jurist, kein europäischer Verfassungsjurist, aber so wie das aussieht, ist das ja Verstoß gegen alles, wofür die EU steht und müsste eigentlich zumindest zum Strafverfahren oder was immer, welche Verfahren die EU da hat, kenne mich da auch nicht so genau aus, führen, oder? Also ja, kann die EU, wenn mal das Schärfste gesundheitsmäßig erledigt ist, kann die EU das überhaupt tolerieren, was zurzeit in Ungarn abgeht? Nein, sie kann es nicht tolerieren, aber ich sag mal, wenn man die lauwarmen Reaktionen der Kommission und auch teilweise der Mitgliedstaaten, einiger Mitgliedstaaten oder einiger Parteien in den Mitgliedstaaten auf das, was in Ungarn passiert und teilweise was auch in Polen passiert, sieht, dann wird man feststellen, dass das jetzt nicht so der Punkt ist, wo man sagt, okay, wir halten mal den Ball flach, weil wir Corona haben und das müssen wir erstmal machen und dann wenden wir uns den Ungarn zu, sondern das ist schon ganz klar, dass man vor einer harten Verurteilung der Ungarn zurückscheut. Mhm. Weil natürlich die Ungarn, unabhängig davon, was sie jetzt intern machen, aber mit ihrer generellen Position, also nehmen wir mal die Migrationspolitik. Nehmen wir mal die Frage, wie stellt sich die EU zu Russland? Da steht Ungarn ja auch auf einem anderen Spielfeld als zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland. Ja, nicht unwesentliche Sympathien auch in dieser EU haben. Also das heißt, ein Ausschluss Ungarns aus der EU würde Konsequenzen haben, die die EU noch weiter schwächen, als sie ohnehin geschwächt sind. Die EU wird sicherlich im Zuge sozusagen ihrer finanziellen Kapazitäten, also das, was sie im Haushalt der Europäischen Union zur Verfügung hat, das, was jetzt gerade sozusagen aufgelegt wird an Hilfsmaßnahmen, eine wichtige Rolle spielen sozusagen bei der Bekämpfung von Covid und den Post-Covid-Folgen im ökonomischen Bereich. Das will ich nicht ausschließen, ist nicht mein Metier. Die Frage, die ich mir aber stelle, ist sozusagen, ist die EU, kommt die EU aus dieser Krise gestärkt heraus? Das würde ich verneinen.
wie sieht ihre Stellung in diesem zukünftigen internationalen System aus? Und da, glaube ich, ist genau das Gleiche, was wir vor Corona hatten. Die EU würde gerne eine unabhängige Rolle spielen. Man hat manchmal den Eindruck, wenn man sich zum Beispiel auch Bundeskanzlerin Merkel anhört, dass so eine Schaukelstuhlpolitik à la Bismarck eigentlich die bevorzugte Option ist. Also sich nicht zu binden an die USA oder an die Chinesen, sondern den eigenen Vorteil rauszuholen, indem man mal näher zu den USA ist, mal näher zu den Chinesen. Meines Erachtens ist die EU dafür machtpolitisch zu schwach. Also man kann ein bisschen Schaukelstuhlpolitik betreiben, aber irgendwann kommt der LKW und fährt über den Schaukelstuhl drüber. So. Und deswegen stellt sich die Frage, und da wird die EU sozusagen Hedging Bets machen, zu gucken, wie geht es denn mit dieser Auseinandersetzung USA und China weiter, bevor die EU sozusagen eine Entscheidung trifft, in welche Richtung sie näher rückt. Und jetzt kommen viele Sachen. Man kann sagen, normativ gesehen sind die USA noch immer ein engerer Partner als die Chinesen. Aber das wird halt sozusagen nicht vor dem Hintergrund, nur zum Teil vor dem Hintergrund normativer Fragestellungen. Aber in all dem, was du sagst, da klingt durch, dass du davon ausgehst, dass wir die EU auch noch in ein paar Jahren haben als Institution. Ja. Ich würde jetzt ja mal fast vermuten, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil die, zumindest politisch, aber vielleicht ist das alles Cheap Talk, werden die Einsätze immer weiter erhöht. In Italien ist die Unterstützung für die Europäische Union mittlerweile bei etwas über 20%. Vermutlich ist der nächste Wahlgewinner in 2021 die Lega Nord. Und es kann durchaus sein, dass die explizit antritt, mit einem Ziel aus der EU auszutreten oder das implizit in Kauf nimmt. Indem sie auch hier wieder ein Vabon-Spiel betreiben will, was Staatsschulden angeht. Das würdest du aber sehen, sagen, das ist alles, es ist verbale Eskalation, aber da passiert nicht viel. Wir hatten ja auch Äußerungen vom, wenn ich es richtig im Kopf habe, vom portugiesischen Premierminister, der den Niederländern nahegelegt hat, aus der EU auszutreten. Also ich meine, das sind schon scharfe Töne, die da durch die Welt segeln. Aber du würdest sagen, das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Zumal, wenn ich da noch einhaken darf, kurz, das haben wir am Freitag besprochen, wenn es stimmt, dass die Flüchtlingsproblematik sich weiter verstärken wird durch die Covid-Krise, wenn das Biest erstmal in Afrika grassiert, und diese Flüchtlinge dann geografisch erstmal in den Ländern ankommen werden, über die wir sprechen, nämlich Italien und zum Teil auch Spanien, also den Ländern, die in Europa am stärksten getroffen worden sind und jetzt vielleicht subjektiv denken, sie haben keine Solidarität erfahren, will das gar nicht bewerten. Ja. Das kommt ja noch dann dazu, würde ich sagen, oder als antieuropäischen Impetus in diesen Ländern. Da muss man schon Angst haben, oder? Also, es wird nicht einfach werden, aber also es gibt zwei Argumente. A, Institutionen lösen sich nicht auf. Ja, also das passiert total selten. Die bleiben bestehen. Die Frage ist, ob sie noch weiterhin eine Bedeutung für die Politik ihrer Mitgliedstaaten haben. Und darüber können wir diskutieren, dass das sozusagen abnehmen wird. Der zweite Punkt ist, also meines Erachtens haben noch immer alle ein Interesse an dem gemeinsamen Binnenmarkt. Und den zu verlassen, ist für Italiener oder Portugiesen katastrophal. Da sehe ich die Diskussion in Großbritannien, das hat aber auch was damit zu tun mit der sozusagen Tradition Großbritanniens und der EU, halt auf einem anderen Level als die Diskussion, die gerade in Italien und in Portugal läuft. Wenn man den Italienern mal die Rechnung aufmacht, was das bedeuten würde für sie ohne EU, glaube ich, würden einige zähneknirschend in der EU bleiben. Der dritte Punkt, und das betrifft mich ja als gebürtiger Italiener ein bisschen, ich sag mal so, wenn ich jetzt nicht Lega Nord oder Cinque Stelle wäre, also diese M5-Bewegung in Italien, dann würde ich mal darauf hinweisen, dass die Explosion der Corona-Krise in Norditalien zum Teil deshalb erfolgte, weil diese Raketenwissenschaftler von Regionalpräsidenten der Lega Nord Covid-Kranke in Altenheime gebracht haben. So. Und danach ist aber sozusagen der Bär am Steppen gewesen, was die Infektionszahlen anbetraf und natürlich auch die Sterbezahlen. Ja? Also natürlich wird hier viel und hart diskutiert. Der Preis wird nach oben getrieben. Aber letzten Endes glaube ich, dass es sozusagen die EU als Institution nicht betreffen wird. Das wäre aber auch gar nicht mein Punkt. Mein Punkt wäre immer sozusagen, und da kommen wir zu dem generellen Multilateralismus-Punkt,
wenn wir jetzt mal sozusagen das supranationale Element bei der EU wegnehmen, inwieweit wird das noch eine Bedeutung haben für die Politik der Mitgliedstaaten? Und da glaube ich, auch hier wieder ein säkularer Trend, den wir sehen. Es wird immer weniger werden, aber es war auch schon vorher. Covid ist da nur ein Beschleuniger und nichts grundsätzlich Neues. Gut. Vielleicht, wir haben wenig Zeit für den letzten Punkt, den du im Vorgespräch angesprochen hast, Verteidigung. Verteidigungshaushalte, da gibt es ja Diskussionen jetzt in Deutschland, 2%-Ziel ist nicht mehr zu erreichen. Auf der anderen Seite, wenn ich so höre, was du sagst, sollte man vielleicht die Verteidigungshaushalte nach oben schrauben, oder? Ganz kurz, wir müssen den Podcast dann auch langsam zum Ende kommen, aber da würde ich gerne nochmal, weil das ja, glaube ich, auch für dich ein besonderes Anliegen ist, Forschungsanliegen, Verteidigungshaushalte, wie siehst du das in Zukunft? Also der Punkt ist, wir werden einen paradoxen Effekt haben, dass wir sozusagen jetzt mit Blick auf dieses 2%-Ziel der NATO, bei dem ich skeptisch bin, so wie es formuliert wurde, aber das ist es auch egal, dem werden wir näher kommen, ohne einen Pfennig mehr auszugeben, beziehungsweise selbst wenn wir den Verteidigungshaushalte kürzen, weil sozusagen das Bruttoinlandsprodukt untergeht. Ja, okay. Und da so gekoppelt ist, das ist sozusagen der paradoxe Effekt, den wir mit Blick auf Verteidigungshaushalte... Ja. Nein, wir müssen mehr investieren, weil diese Pandemie zeigt nicht nur hier in Deutschland, sondern überall, dass wir waren mal sehr gut vorbereitet auf solche Sachen. Das war nur unter dem... Und Christian ist hinter sozusagen, da ist die Hofgartenwiese. Ja, das war sozusagen das nukleare Armageddon. Da hatten wir Masken, Krankenhäuser, unterirdisch, Medizinvorräte, das hatten wir alles. Ja. Das haben wir natürlich nach 1990 komplett abgebaut. Das brauchen wir wieder für die nächste Krise. Das müssen wir vorhalten, erneuern, modernisieren und so weiter und so fort. Und das wird nur gehen, wenn man mehr Geld ausgibt. Also da geht es nicht um neue Panzer, da geht es um besser vorbereitet zu sein für die nächste Pandemie. Und deshalb glaube ich sozusagen, dass jede Diskussion, die um Kürzung des Verteidigungshaushalts in 2021 geht, völlig an der Problemlage gegenwärtig vorbeigeht. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank für dieses Schlusswort. Danke euch. Es war ein spannendes Gespräch. Ich denke, es wird morgen auch spannend weitergehen. Da haben wir Achim Truger als Gast und da werden wir über Kommunalfinanzen reden. Also wir kommen jetzt vom ganz Großen in das ganz Kleine. Wir alle sind pleite. Nicht weniger spannend, nicht weniger problematisch. Also, bleibt alle gesund. Ganz herzlichen Dank, Carlo. Und bis morgen. Danke, Rüdiger. Danke, Christian. Ciao. Macht's gut. Ciao.